Hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video Fortnite News bei uns auf dem Kanal. Sofort und gleich. Ja, Leute, was hast du gesagt? Wie viele Leute haben das gestreamt? Was hast du gemeint? Was ist heißt Ja. genug? Also, Herr Sofort hat gesagt, es kann nicht wahr sein, dass die das jetzt heute nicht rausbringen, dieses Update. Überall wären Livestreams gewesen, bis zum High Stakes. Wir streamen jetzt. Und dann irgendwann kam dann die News von Epic Games. Ja. Wie es eigentlich immer so ist, Epic Games verspätet sich ja ganz gerne. Nein, ne, es macht Sinn. Es macht absolut Sinn. Also es gab einige, die sich beschwert haben, aber es gibt auch andere, die haben handfeste Argumente dafür gebracht. Gerade bei so einem großen Update. Und es wird mit Sicherheit auch trotz allem dann noch Fehler geben. Ja. Haben sie wahrscheinlich genügend Fehler noch zu fixen gehabt. Ja. Und deswegen lassen Sie sich bei solchen großen Ich weiß Updates aber, dann in der nein, Woche doch ein bisschen mehr Zeit. lassen Sie sich auch bei normalen Updates, wirklich. Ich meine, also bei dem letzten Update, das kam, glaube ich, 2 Tage verspätet. Ja? Ja. Ja, aber warum? Weil wahrscheinlich, stell dir mal vor, du gehst da rein und hast keine Ahnung, wie viele Bugs und Fehler, dann hast du auch keinen Bock mehr. Also insofern lieber zwei Tage Das muss ja später. eigentlich nicht passieren. So, ja, und jetzt ist bereits ein Gameplay rausgekommen dazu, zu diesem High-Stakes-Event. Es ist ein Squad-Event. Jetzt kannst du mal starten mit dem Video. Also erstmal gibt es eben diese Skins zu kaufen, da diesen Wildcard, dieses Den kaufe ich Wildcard-Outfit. mir. Und dazu gibt es dann eben Challenges auch. Das hier ist, ja, wir hatten andere Bilder davon gehabt, das ist Grappling diese Grappling-Hook. Auch dazu gibt es ein schönes kleines Video. Mega nice. Jetzt gucken wir mal bei diesem Gameplay-Video rein, wie das Ganze ablaufen wird. Bei diesem High Stakes werden Squads sein. Ja. Und da hinten seht ihr auch schon, es ist ein Airdrop mit den Also vier. total gehilft, dass es dann auch im Blau gibt. Mag sein. So, und an diesem Airdrop ist dann ein Tresor dran. Da kommen dann auch blaue Waffen und so weiter raus, halt wie bei dem Airdrop und ein Lama. Und dieses Lama, wie ihr es da seht, das muss derjenige jetzt zum Ziel bringen. Das hat er jetzt hinten, hat er es jetzt eben gerade hinten auf dem Rücken gehabt. So, das muss er. Ah, er trägt den Koffer. Die tragen jetzt alle den Koffer oder was? Ja, die müssen das zum Ziel bringen. Der ist mega geil. Der Grappler sieht jetzt auch mal. Und jetzt zieht euch das rein, das ist der Grappler. Hammer, oder? Hammer! Ey, wenn du mir jetzt mal irgendeinen, was weiß ich, mit einem Scharfschützengewehr einen Headshot gibst oder so und der liegt da irgendwo rum, du kannst dich einfach zu dem holen. Ja. Ist mega geil, Leute. Oder? Ja. Also, so machst du dir mal Bouncer hin und was weiß ich denn was und versuchst dann möglichst schnell dorthin zu kommen, um den dann wegzukriegen und jetzt. Nein? Was? Was denn? Was hast du jetzt gesehen? Oh, die Pistole hier ist auch ist der ja blau. Ist dann auch blau, ja. ETF. So, also, und da sind sie zum Ziel gekommen, ne? Also, muss dann zu diesem kleinen Transporter da, dann tanzen Es sie ist ein noch schön Bus. drauf. Das ist ein Transporter, Mini-Transporter. So, mega geil, freue ich mich schon riesig drauf. Wie seht ihr das? Also, erstmal, wie steht ihr zu dieser Grappling Gun? Wird das Spiel wahrscheinlich doch ein klein wenig verändern. Und jetzt, ja, wie seht ihr das? Ich denke mal. Das ganze Ding wird richtig funny werden. Also, ja, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.